Willkommen zurück, liebe Trodianer, zu Axiom Verge. So, weiß ich gerade nicht. Wie ich das jetzt am besten machen möchte. Ob ich jetzt hier eher unten lang gehe oder oben lang? Unten lang komme ich da wieder rüber. Wo ich herkomme, eigentlich müsste dann eher hoch, ne? Wow, du bist böse. Wow, der ist böse. Sekunde. Das hilft nicht. Ich will da aber ran. Komme ich von der anderen Seite ran? Okay, muss ich wahrscheinlich weiter hoch. Ja. Oh, das war knapp. Da lang. Achso, das ist das. Ah, hier ist der Weg. Komm ich da lang? Ah, Moment, doch, da komme ich lang, da komme ich lang, da komme ich lang, komm ich lang. Ja, natürlich komme ich da lang. Hier hoch. Oder auch nicht. Ne, ich kann ja nichts kullern. Ne, geht nicht. Energie nehme ich immer wieder gerne. Hier komme ich noch nicht durch. Hier komme ich auch nicht durch. Was will ich haben? Wie komme ich da ran? Wahrscheinlich nur, indem ich außen lang gehe. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Nee. Lasst mich in Ruhe. Ja, komm, machen wir jetzt mal ganz kurz umwandeln. Hä? Okay, da sterbe ich jetzt gerade ein bisschen häufiger. Weil ich einfach noch nicht weiß, was er genau von mir will. Spiel, was willst du von mir? So, jetzt hätte ich aber gerne wieder voll Energie. Danke. Schön, dass wir da rein waren. Einmal bitte auftanken. So, danke. So. Geh hier schön vorsichtig lang. Oh, Alter, nervt doch nicht. Jetzt geht er mir aber echt hier auf die Nerven. Wow. Danke. Warum hat der ihn jetzt getroffen? Kann mir das mal jemand sagen? Nein. Gut. Wie mache ich das jetzt da?
Die tun mir nicht weh. Ach, wenn die explodieren, dann passiert auch sowas. Okay, jetzt hätte ich echt wieder gerne Energie. Danke, 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 danke. Ah, guck mal. Ah, da kann ich trotzdem nicht durch. Ne, da muss ich runter. Oh, verdammt. Angst. Bam. Oh, komm, der muss noch mal treffen. Yes. Nein, nicht da hoch. Nein, 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 meine Energie. Jetzt haben wir sie irgendwie so eine Fernkampfwaffe. Richtig schöne ordentliche Fernkampfwaffe. Und diese Musik geht mir jetzt auch langsam auf den Sack. Genau, das will ich haben, mehr nicht. Oh, das ist nervig, du Drecksding. Gar nicht springen, gut. Ah, puh. Danke, danke, danke. Und durch da. So. Jetzt da versucht zu erwischen, schon wo er springt. Komm. Und weg mit dir. Alter, das Ding will mich doch verarschen. Na komm. Oh, es wurde ja auch echt mal Zeit, ne? Meine Energie. Das wird jetzt unfair. Okay, was hatten wir hier? Warum war ich denn jetzt hier gestorben?
Nee, hätte ich den High Jump bekommen. Ah, verdammt, ich war ja hier richtig. Nein. Ah. Ich hätte hier gar nicht lang gemusst, ne? Oh, die Energie will ich haben. Ah, ich lebe. Sogar runter. Ich darf da oben noch gar nicht lang. Ich kann mir aber nicht vorstellen, komm. Und tot, das kann ja nicht sein. Nee, ist nichts zum kaputt machen. Also muss ich echt komplett zurück. Drecksack, Drecksack. Da lang. Ja. Das hätte so einfach sein können. Ach genau, weil ich hier nicht lang kann. Jetzt komme ich da lang. Boah. Okay. Übertreibt halt, ne? So, links dann könnte mal was zum Speichern sein. Oh. Kommt da nochmal was raus? Wieder wechseln. Ich suche einen Speicherpunkt. Oh. Pass an, gib mir Energie. Also anscheinend gibt es dann hier auch noch irgendwie sowas wie eine Kugel. Morphball-mäßig. Also wo könnte jetzt hier ein Safe Point sein? Links oder rechts? Ah, ich wusste, irgendwo ist hier mal einer. Da komme ich jetzt noch nicht hoch. Okay, krass. Entweder noch höher oder ein Doppelsprung. Wird natürlich interessant werden, so ein Doppelsprung. Das
jetzt einmal rechts lang. Rechts lang kann man Boss. Why not? Oh, hi. Oh, Mist. Dämon. Athetos sagt töten. Also dann. Wow. Was ist das für ein Boss? Zu schnell gerückt. Also ich treffe, aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige mache. Ich habe die erste Kugel schon mal kaputt. Also die Bosse sind wirklich sehr anspruchsvoll. Wow. Ernsthaft muss ich ihn jetzt so treffen? Oh Mann. So. Jetzt. Wie war denn das nochmal? Okay, jetzt in den Arm erwischen. Was kann man denn? Der kommt der Band ja nicht ran. Keinen Sinn. Nur macht es mehr Sinn. Definitiv macht es so mehr Sinn, ne? Ah, dieser Bosskampf ist jetzt schon
Der spektakulärste von allen. Oh. Ich will den Arm los haben. Zu früh. Oh, der hat mal genau getroffen. Das ist ja schön. Ich weiß ja nicht, ob der Arm wichtig ist, aber wenn der weg ist, kann ich mich frei bewegen. Das war zu hoch. Der könnte auch nochmal gut treffen. Nächste Frage, was muss ich jetzt treffen? Ernsthaft? Warum treffe ich ihn damit nicht? Ah. Frag mich, was sich bei diesem Boss hier gedacht haben. Okay, das bringt gar nichts. Ich glaube, Lisa kann ich gar nicht angreifen. Gerade schon nach einem anderen Punkt, wo ich vielleicht von besser ausschießen könnte, aber ernsthaft? Ihr habt immer das gleiche Muster. Mist. Der war falsch. Komm. Der Boss ist echt langweilig, oder? Es tut mir leid. Ich weiß, es gibt einige Axiom Verge-Fans, aber... Ich glaube, als Speedrun, okay, da kann es eine Herausforderung werden, aber jetzt so als Buster... wenn man weiß, wie... Einfach nur stehen bleiben und immer im richtigen Augenblick schießen und er macht einfach nur halben Lärm. Ich glaube, ich habe nicht eine Energie verloren, oder? Und wie komme ich da jetzt rüber? Thank you.
Ah. Komme ich denn da lang? Ja, doch soll ich lang kommen. Ach, die Dinger brechen dann auch wieder zusammen. Okay. Ja. Ich hoffe, dass das der Energiefilter ist, den Else Nova erwähnt hatte. Ja, ich brauche noch etwas Zeit, bis das Gift weg ist, aber es geht mir soweit gut. Gut genug, um mir zu sagen, was hier los ist? Ja, aber es ist eine lange Geschichte. Ich hab Zeit. Das Universum hat zwei Seiten. Weltenstrom und Bruch. Bruch ist wie ein Sturm tödlich. Kann nicht passiert werden. Dieser Planet, Sudra, wurde entworfen, um Bruch in Schach zu halten. Aber dann, viele Jahre zuvor, kam ein Mann hindurch. Sein Name war Artithos. Artithos ist ein Musterverstand, ein starker Manipulator. Er infizierte ganz Sudra mit Krankheitserregern. Nur wir überlebten, Rusalka wie ich. Er nahm uns mit einem Bruchfessler gefangen. Bruch umspannt nun die ganze Welt und wir können nicht weg. Artithos wird gewinnen. Bald wird er uns zerstören und in den Rest der Weltenstrom eindringen. Trace, meine Schwester Ophelia hat dich ja gefunden. Nur du, kein anderer, kann Artithos aufhalten. Sie hat mich gefunden in diesem Bruch? Was bedeutet das? Das weiß ich leider nicht. Nur Ophelia ist in der Bruch und ist beschädigt. Okay, also warum ich? Diese ganze Auserwählten-Geschichte erfüllt mich nicht gerade mit Selbstvertrauen. Das weiß nur Ophelia. Das ist meine nächste Aufgabe. Reparaturdrohnen verfügbar machen und Ophelia und andere Rusalka reparieren. Ophelia kennt einen Weg, die Krankheitserreger zu umgehen. Das ist wirklich, wirklich wichtig für dich. Wieso? Ich bin in Gefahr? Oder bin ich schon infiziert? Und weiß es nicht. Die Krankheitserreger sind in allen Kreaturen hier, aber du kannst in einem Ei heilen. Vielleicht also nicht. Danke für all dein Entgegenkommen. Ich werde dir helfen. Geht ja nicht anders. Ich erwarte aber ein paar Antworten von deinem Freund da. Okay, geh. Ich werde auf dich achten. Wenn du mich brauchst, ruf mich. So. Dafür nur rechts lang. Und bekomme jetzt... doppelt tippen, wenn am Wand angelehnt, um hindurch teleportieren. Das ist ein... alter Laborkittel, wie aus einem Laserlabor. Das Innere sieht anders aus, irgendwie biomechanisch, wie meine Waffe. Wie zur Hölle ist das hierher gekommen? Der Doppeltippen stand doch da. Ja. Nee, das geht nicht. Ah. Okay. Das ist sehr komisch. Also doppelt tippen und man geht in diese, ich sag jetzt mal,
Und durch da. Und mehr Energie. Gibt's auch noch als Belohnung. Und ich nehme weniger Schaden. Also ich kann jetzt durch Wände durchgehen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich durch die nächsten Wände gehe. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.